so wie es jetzt aussieht, haben wir ungefähr 20 nach 5. Gerade bin ich hier in Österreich, Lustenau um genau zu sein. Ich tanke gerade mein Auto auf und dann anschließend sollte es weitergehen. Ich bin noch nicht viel müde und jetzt bin ich mir gerade am Überlegen, ob ich noch was essen soll, weil ich habe noch relativ viel Hunger und noch Durst. Gerade ist hier noch nicht so viel los, aber eben schauen wir mal, wie es wird. Und dann muss ich euch noch jemanden zeigen, den ihr wahrscheinlich vermisst habt. Und das ist natürlich meine Mama. Hallo. Ja. Wir sind unterwegs. Dieses Mal sind wir, statt dass wir mit einem Auto gehen, sind wir mit zwei Autos unterwegs. Ich bin mit meinem Vater unterwegs, wenn meine Mutter, sie ist mit meinem Bruder unterwegs. Ich würde euch natürlich gerne meinem Bruder zeigen, aber er hat mir strikt gesagt, dass ich das leider nicht darf. Und deswegen tut es mir eigentlich leid, aber... muss man akzeptieren. Bald geht's weiter und ich hoffe, wir werden keinen Stau haben und... dann werden wir sehen, wo wir noch weiterhin Pause machen werden. Wie ich hier sehen könnt, habe ich hier noch die österreichische Vignette. 10 Tage gültig, die benötigt man, wenn man durch Österreich auf der Autobahn fahren möchte. Und die werde ich jetzt hier oben in dieser Ecke aufkleben. Und so schaut das jetzt aus. Zeige ich es nochmal, wie es von da oben aussieht. Was ich auch noch zeigen wollte, ist, wie das Auto von innen aussieht. Wie ihr schon kennt, das ist mein Audi A3. Und ich habe es da mal ein bisschen aufgeräumt. Hier vorne sieht es noch relativ leer aus. Dafür gehen wir jetzt mal ein bisschen nach hinten. Und ihr seht hier, hier habe ich meine Emoji-Kissen, eine Kühlbox, weitere Kissen und sonst noch irgendwelchen anderen Krimskrams. Und hinten im Kofferraum habe ich noch ganz viel Gepäck. Den möchte ich jetzt nicht zeigen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich. Gerade haben wir 7:10. Ich bin schon ziemlich müde, ich bin schon etwa 3 Stunden gefahren. Jetzt sind wir schon in Deutschland, kurz vor München. Und ich weiß nicht, also ich fühle mich jetzt wirklich müde. Ich lege mich jetzt ein bisschen hin, ruhe mich etwas aus. Und hoffentlich sind wir dann auch bald wieder in Österreich. Und dann sehen wir mal weiter. So, jetzt bin ich gerade fertig. Ist gerade kurz nach Mittag. Noch etwa 2-2,5 Stunden bis nach Wien. Gerade ist es halt einfach etwas ein bisschen heiß draußen, aber das ist eigentlich alles kein Problem, sofern man in einem Auto drin ist, das eine Klimaanlage hat. Und in der Tat muss ich eigentlich schon sagen, es läuft gerade ziemlich gut. Vorhin hatten wir halt einfach einen richtig blöden Stau kurz nach München. Da gab es ab Rosenheim bis Salzburg bei der Verzweigung Richtung Slowenien und Italien ging die ganze Kolonne dorthin und Richtung Wien ist deutlich weniger los. Und ich habe Glück, dass ich nach Wien fahre, deswegen freue ich mich schon auch, dort gleich da zu sein.
Schaut euch mal da an, wer da hier ist. Ja, bitte, Chapeau. Ja, wo ist der denn? Die Mädel, hm? Ja. Ja, der Hund ist bei meinem Bruder im Auto. Weil bei mir im Auto hat es gerade gar keinen Platz drin, habe ich noch andere Sachen. Aber ich denke, geht's gut da drin, oder? So, wie ich hier sehen könnt, das ist die Vignette, die wir da bezahlt haben. 13 Euro. Und die ist 10 Tage gültig. 10 Tage gültig, genau. Und eben diese Vignette, die muss man nicht kleben, die hat man da als Quittung, aber die muss man unbedingt aufbewahren. Das ist das einzige Wichtige, weil sonst gibt es Probleme, wenn man zum Beispiel die Grenze verlässt. Und das werden wir später tun. Und deswegen würde ich mal sagen, bis später. Jetzt sind wir gerade auf der Grenze von Serbien und wir haben eine riesengroße Kolonne, aber macht trotzdem Spaß. Ist 30 Grad draußen, aber ist trotzdem gut. Und das sehen wir immer noch nicht, die Grenze. Haben wir ungefähr über einen Kilometer bis zum die Grenze. Und trotzdem ist schön, ist warm. Tschüss. Thank you.
So, meine Lieben, das war jetzt der Teil 1 von meinen Sommervlogs. Ich hoffe, dieser hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, das würde mich natürlich sehr freuen. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar, falls ihr irgendwas gesehen habt, was ihr kennt oder falls ihr irgendwas gern sehen möchtet. Das wäre richtig cool von euch. Und hinterlasst mir auch ein Abo da, das würde mich auch noch unnormal freuen, weil ihr wollt ja schließlich meine Sommervlogs nicht verpassen. Also, das war's von meiner Seite und ich hoffe, ich sehe euch bis zum nächsten Mal. Bye, bye!